Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich hoffe, ihr habt Halloween alle gut überstanden. Gestern war es ja soweit und je nachdem, in welcher Region du wohnst, glaube ich, ist es auch ein bisschen unterschiedlich, wie es da gefeiert wird. Nichtsdestotrotz gibt es heute natürlich auch wieder ein neues Video und heute geht es mal um meine 5 besten Tipps und Tricks, quasi die Game Changer in Lightroom. Viel Spaß! Lass uns gar nicht lange drum rumfackeln, sondern direkt anfangen mit dem ersten Tipp. Und hier geht's um die Paletten auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt hier im Entwickeln-Modul drin bin, habe ich auf der rechten Seite hier meine Paletten und die kann ich hier alle natürlich offen lassen oder ich kann sie auch schließen, wenn ich die nicht brauche. Ja, das ist allerdings ein bisschen mühselig und ich muss hier immer einzeln auf diese kleinen Pfeile tippen, beziehungsweise muss ich dann ewig weit runterscrollen, wenn ich zum Beispiel mal in die Details-Palette möchte. Deswegen ist es auch möglich in Lightroom, dass man immer nur eine Palette offen hat und das automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt eine Palette offen habe und die nächste öffne, dann schließt die aktuelle Palette wieder. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt mal. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Rechtsklick auf den Palettenkopf. Es ist egal, auf welchen Palettenkopf du das machst. Und hier gibt es den Solo-Modus. Und wenn ich den jetzt mal aktiviere, dann schließen hier automatisch alle Paletten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in die Gradationskurve hier reingehe, dann siehst du, wie sich die Grundeinstellungspalette schließt. Und wenn ich das jetzt hier wieder öffne, dann schließe ich die Gradationskurvenpalette wieder. Das ist sehr, sehr cool, weil man so die Übersicht ganz gut behält. Ich hatte das vorher auch immer so, dass man irgendwie alle Paletten offen hatte. Kennt ihr aus meinen Tutorials, da scrolle ich immer ewig weit runter. Aber seitdem ich das so entdeckt habe, ich glaube, ich lasse das so. Das ist schon ganz cool, weil man damit wesentlich besser arbeiten kann. Ein weiterer Tipp, du hast es ja gerade eben schon gesehen, du kannst auch einzelne Paletten hier tatsächlich ausblenden. Also wenn du zum Beispiel irgendwas gar nicht benutzt, wie zum Beispiel die Teiltonung. Wenn du einfach kein Freund bist von Teiltonung, ja, dann kannst du das hier auch einfach komplett rausnehmen. Und dann ist die hier auch gar nicht mehr angezeigt, diese Palette. Und du kannst sie natürlich jederzeit wieder reinholen, indem du jetzt hier das Häkchen einfach wieder setzt. Aber wenn es so solche Paletten gibt, die du einfach nie nutzt, dann streich sie einfach raus. Genauso kann ich hier oben auch einzelne Module rausnehmen. Wenn ich jetzt hier mal einen Rechtsklick drauf mache, kann ich zum Beispiel auch, ich nutze zum Beispiel nie das Modul Diashow, kann ich einfach rausnehmen, ja. Und genauso drucken. Ich drucke niemals über Lightroom. Kann ich einfach rausnehmen, brauche ich nicht. Genauso könnte ich das jetzt auch mit Karte, Buch und so weiter machen. Also du kannst dir Lightroom hier einfach so ein bisschen anpassen. Und letzter Tipp zum Thema Palette, habe ich auch noch einen. Diese Regler hier, die kann man ja relativ gut nach rechts und nach links schieben. Allerdings finde ich, man kann es noch ein bisschen präziser machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, da den genauen Wert zu treffen. Man kann natürlich das hier auch einfach numerisch eintippen mit der Tastatur. Aber ich hätte gerne mehr Präzision, wenn ich hier in den Reglern drin bin. Und ich kann diese Regler tatsächlich breiter machen, indem ich jetzt hier einfach mal ganz an den Rand fahre, dann verändert sich hier so ein bisschen der Mauszeiger und ich kann diese Palette hier noch weiter rausschieben und dann werden diese Regler hier ein bisschen breiter. Dadurch kann man auch ein bisschen präziser arbeiten, das ist auch ganz cool. Tipp Nummer 2, das ist das Histogramm grafisch verschieben. Das habe ich auch irgendwann mal vor ein paar Monaten mal selber bei Benjamin Jaworski gesehen. Der hat diesen Tipp mal geteilt damals, fand ich richtig cool. Der hat nämlich gezeigt, dass man hier gar nicht in diese Palette, in diese Slider reingehen muss, sondern man kann hier direkt im Histogramm hier oben mit dem Mauszeiger per Drag and Drop, also mit gedrückter Maustaste, dieses Histogramm verschieben und damit zum Beispiel jetzt hier die Belichtung. Wenn ich jetzt hier in die Mitte vom Histogramm tippe, dann siehst du, da wird das Ganze auch hier so ein bisschen gehighlightet. Das ist hier die Belichtung, das sind die Tiefen, hier sind die Schwarzwerte, hier sind die Lichter und hier sind die Weißwerte. Und je nachdem, wo ich jetzt hier gerade mal reintippe, jetzt tippe ich zum Beispiel mal in die Tiefen oder in die Schatten hier rein, und verschiebe die nach rechts, also hebe die Tiefen an und dann siehst du auch im Bild direkt, was passiert, beziehungsweise auch im Histogramm wird es direkt angezeigt. Genauso, wenn ich die Lichter hier dunkler mache, dann verändert sich hier das Bild und gleichzeitig auch hier unten dieser Regler für Lichter. Das ist richtig cool, weil man damit, finde ich, noch ein bisschen mehr Kontrolle im Bild hat und probier es einfach mal aus. Also manchmal, bei manchen Bildern ist es echt cool, wenn man es direkt im Histogramm machen kann. Tipp Nummer 3 ist die Alt-Taste. Denn mit der Alt-Taste kann man in Lightroom richtig viel machen. Du kennst es vielleicht schon so ein bisschen aus meinen Tutorials. Ich drücke öfter mal die Alt-Taste. Wenn ich zum Beispiel die Weiß- und die Schwarz-Werte anpassen möchte, dann, wenn ich jetzt hier die Alt-Taste drücke, dann wird das ganze Bild schwarz. Und sobald ich hier wirklich 100% Weiß erreiche, dann werden jetzt hier so ein paar Pixel im Bild angezeigt. Und das bedeutet, dass an dieser Stelle das ganze Bild komplett weiß ist. Das ist ganz cool, aber auch nicht nur da funktioniert die Alt-Taste. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Palette mal komplett zurücksetzen möchte, das heißt, hier jetzt diese ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier gerade in den Grundeinstellungen gemacht habe, könnte ich machen, indem ich jetzt hier einzeln reingehe und die Regler wieder zurückschiebe. Das ist aber sehr mühselig, die alle wieder direkt auf Null zu bringen.
Und da gibt es einen ganz einfachen Weg. Wenn ich jetzt hier mal die Alt-Taste drücke, dann siehst du nämlich, dass ich jetzt das Ganze hier zurücksetzen kann. Hier, da wo Tonwert steht, wenn ich jetzt die Alt-Taste dazu drücke, dann steht jetzt hier Zurücksetzen Tonwert. Und bumm, ich drücke einmal drauf und es ist alles zurückgesetzt. Einfach mit Drücken der Alt-Taste. Also, du kannst die Alt-Taste in ganz vielen verschiedenen Situationen hier mal drücken und einfach mal ausprobieren, was passiert. Du kennst es genauso vom Schärfen. Wenn ich jetzt hier in die Detailspalette reingehe und dann das Ganze maskieren möchte, dann wird auch hier die Maske angezeigt mit dem Drücken der Alt-Taste. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo diese Alt-Taste tatsächlich zum Einsatz kommt. Tipp Nummer 4, man kann die Weiß- und Schwarzwerte automatisch von Lightroom setzen lassen. Und zwar nicht nur die Weiß- und die Schwarzwerte, sondern auch die Tiefen und die Lichter und auch die Belichtung und so weiter. Man kann das Ganze komplett automatisch mal machen lassen, hier von Lightroom. Das kann ich einfach mal machen. Da bin ich mal gespannt, wie Lightroom das Ganze entwickelt. Du siehst hier schon, die Belichtung wurde ein bisschen angehoben. Ja, das ist halt natürlich automatisch und Lightroom arbeitet halt von einem Computer aus. Ein Computer kann nicht denken. Ja, der kann nur mathematisch quasi ausrechnen, wie so ein Bild auszusehen hat. Aber das ist natürlich nicht dieses Feeling, dieser Look, den dieses Bild eigentlich vermitteln soll. Von daher werde ich das Ganze jetzt hier mal wieder zurücksetzen. Aber man kann tatsächlich die Weiß- und die Schwarzwerte automatisch von Lightroom berechnen lassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die Lichter zurücksetze und die Tiefen ein bisschen aufhelle, so sieht es ja schon ganz gut aus, dann kann ich die Weiß- und die Schwarzwerte natürlich selber hier setzen. Ich kann das aber auch viel einfacher machen lassen über Lightroom. Wenn ich jetzt hier die Shift-Taste mal mich gedrückt halte und dann doppelt auf den Weißwert klicke, dann setzt Lightroom hier automatisch den Weißwert, er geht noch weiter nach unten. Und genau das gleiche kann ich mit dem Schwarzwert machen. Doppelt draufklicken mit gedrückter Shift-Taste und dann wird auch der automatisch gesetzt. Und dann sieht man auch hier im Histogramm, dass das Ganze doch schon relativ cool aussieht. Also auf jeden Fall mal ausprobieren. Es funktioniert natürlich auch nicht immer, weil es wie gesagt so eine Automatik ist, aber manchmal sieht es auch ganz cool aus. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, arbeite lokal. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deine Bilder immer auf der internen Festplatte bearbeiten sollst, sondern es geht darum, dass du nicht nur globale Anpassungen machen sollst, wie jetzt zum Beispiel in der Grundeinstellungspalette, das heißt, ich verändere den Kontrast global und so weiter, sondern nutze hier wirklich die Möglichkeiten, die Lightroom bietet, wie zum Beispiel den Pinsel, wie den Verlaufsfilter, den Radialfilter und so weiter. Denn damit kann man wirklich selektiv arbeiten und was jetzt auch noch neu hinzugekommen ist, sind die sogenannten Bereichsmasken. Wenn du das Video dazu noch nicht gesehen hast, dann schau auf jeden Fall mal vorbei. Da wird dir ausführlich erklärt, wie diese Bereichsmasken funktionieren. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach mal reingehen mit dem Pinsel, relativ groß hier arbeiten, erstmal so ein bisschen hier reinmalen. Der Effekt stimmt natürlich jetzt hier noch nicht, aber ich kann jetzt hier einfach mal so ein bisschen den Himmel auswählen und den zum Beispiel ein bisschen mehr mit Klarheit versehen, damit einfach die Wolken hier so ein bisschen mehr zum Vorschein kommen. Ich will ein bisschen mehr Kontrast aufbauen. Das sieht alles schon sehr viel besser aus. Aber das soll halt nur im Himmel passieren. Ich möchte das gar nicht hier in dem Vordergrund haben von dem Foto, sondern ich möchte das wirklich nur im Himmel haben. Und Lightroom bietet die Möglichkeit, du musst dazu nicht in Photoshop gehen. Lightroom bietet die Möglichkeiten, wirklich bestimmte Bereiche des Bildes auszuwählen und da dann lokal zu arbeiten, wie zum Beispiel auch Schärfe lokal. Ja, beim Porträt kann man zum Beispiel nochmal extra die Augen schärfen oder den Hintergrund unschärfer machen oder wie jetzt zum Beispiel hier in dem Fall einfach den Himmel noch ein bisschen extra bearbeiten. Also nutze auf jeden Fall die Möglichkeiten, du brauchst dafür nicht in Photoshop zu gehen. Das waren die 5 Game-Changer-Tipps, die ich dir jetzt hier mit auf den Weg geben wollte. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei, was vielleicht auch neu war für dich. Und wenn du weitere Tipps hast, die vielleicht noch nicht jeder kennt, schreib sie doch einfach mal unten in die Kommentare und teile sie mit unserer Community, damit wir alle was davon haben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Drück auf jeden Fall auf Gefällt mir. Es würde mich mega freuen. Es freut mich immer, wenn ihr auf Gefällt mir klickt, weil ich einfach dann auch ein bisschen die Bestätigung habe, dass die Videos euch was bringen. Ansonsten, wie gesagt, alles unten in die Kommentare schreiben, was dir dazu noch einfällt. Und natürlich, wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal abonnieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos, denn jeden Mittwoch und jeden Sonntag, Mittwoch um 16 Uhr, Sonntag um 12 Uhr, kommt ein neues Video. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du mit am Start bist. Also viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao!